Hallöchen, Leute, willkommen bei meinem 19. Part, denke ich, von Let's Play The Legend of Zelda, The Minish Cap für den Game Boy Advance. Und wir schieben Steine in Löcher. Außerdem haben wir das letzte Mal sind auf dem Weg, uns die Pegasus-Stiefel zu holen, damit wir durch die geheimnisvolle Geheimitäten von wir kommen dann durch den Sumpf. Glücksfragment erhalten! Aber mich interessiert da was ganz anderes. Ups. Zack, ups, groß, spring, roll, nee, nicht roll, flieg. Schauen wir mal, ob wir da rüber kommen. Nein, wieder zurück. Uiuiui. Also da nach unten. Sehr schön. Da war gar nichts. Was für ein Reinfall. So. Oh. Nee, das haut hin. Das haut hin. Locker. Hilfe. Hat hingehauen. Und jetzt sind wir am südlichen Ende des Hyliasees. Hier haben wir einen Schleim. Bürgermeister Hagas Haus am See. Tyloria Wald. Und hier ist die goldene Schatzkiste, von der ich vorhin gesprochen habe. Glücksfragment erhalten. Diese Fragmente sollen Glück bringen. Ich kriege ein Glücksfragment dafür, dass ich ein Glücksfragment hier gemacht habe. Herzzahl erhöht sich. Sehr gut. Damit haben wir jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Herzen. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Und das müsste der Laden der Hexe Sirup sein. Oh, ich kenne diese Musik. Die ist cool. Die war eigentlich auch von Link's Awakening. Willkommen! Na, Appetit auf Großmütterchens blaues Elixier? Kaum getrunken. Schon bist du fit. Nur zu, probier mal. Schon mal Großmütterchens blaues Elixier probiert? Mach dich fit. Zum Mitnehmen in der Flasche. Eine Portion kostet 60 Rubine. Kaufst du eine? Na sowas, du hast keine leere Flasche. Dann kann ich dir kein Elixier abfüllen. Bring bitte nächstes Mal eine leere Flasche mit. Pilz oder Elixier? Ich nehme mal das Elixier mit, man kann ja nie wissen. Naja, und tschüss, Fee. Schau mal, Großmutter, lass mich doch bitte ausreden. Ich bin eine alte Frau. Wenn's alles, komm einfach wieder. Den Pilz nehme ich mir einfach mal mit. Oder auch nicht. Ah, mein Kind, eine gute Wahl. Diesen Artikel gibt's nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf. Einmal riechen und du bist hellwach. Einen Wegpilz für 6 Rubine kaufen. Ich werde hier gerade mein ganzes Geld los. Wegpilz erhalten. Bei dem Gestank wird man hellwach. Ein guter Einkauf. Großmütterchens blaues Elixier ist auch zu empfehlen. Okay, also das blaue Elixier war eigentlich total für den Arsch, aber kein Problem. Dafür habe ich jetzt einen Stinkpilz. Der stinkt, denke ich. Wie komme ich wieder zurück? Über den Hügelsee. Mit diesem Stinkpilz kann ich jetzt hoffentlich den Dings aufwecken. Komm ich da rüber? Nee. Doch! Haha! So, dann schauen wir doch mal, wo uns das Ganze hinführt. Sie will einfach nicht kaputt gehen. Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen. Ich glaube, das bringt noch gar nichts. Schauen wir mal. Da stirbt Pinguin.
Statt Hyrule. Sorry, nochmal kurz einen Schnitt. Scheinbar bin ich heute etwas verschnupft. Oh. Stink. Oha! Dieser Geruch, der durch und durch geht. Der Duft des Weckpilzes. Hast du mich geweckt? Danke, ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Nanu, was ist denn das? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Du bist hier, weil du unbedingt Schuhe von mir haben willst, oder? Ich schenke dir diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind gleich fertig. Tok, tok, tok. Das wäre fertig. So, bitteschön. Schlumps exklusive Pegasus-Stiefel. So leicht, dass du rennst wie der Wind. Pegasus-Stiefel erhalten. Halte den Knopf gedrückt, um zu rennen wie der Wind. Ah, ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit den Schuhen hast. Und da wir jetzt so schnell rennen können wie der Wind, können wir uns, denke ich, auch mal diese neue Schwerttechnik gleich aneignen. Ups, ups, ups. Nanu, diese Stiefel und du bist noch geschickter geworden. Jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja. So sei es. Ich werde dich die Technik des Ausfalls lehren. Erstens, ziehe die Pegasus-Stiefel an. Zweitens, rüste dich mit dem Schwert aus. Drittens, iss einen Keks. Viertens, lauf los, halte den Knopf für die Pegasus-Stiefel gedrückt. Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Oh. Sehr gut, du bist ein aufgewecktes Kind. Es ist egal, auf welche Knöpfe du das Schwert und die Pegasus-Stiefel legst. Doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. Immer die gleiche Masche hier. So, nun versuche es selbst. Rüste dich mit den Pegasus-Stiefeln und dem Schwert aus und lauf los. Wow, war das schwierig. Fast noch schwieriger, als Steine zu zerkloppen. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schrift heute, der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Ausfall erlernt. Attackiere mit der Schnelligkeit des Windes. Komm wieder, wenn du hoch und weit springen kannst. Naja, egal. Zumindest kommen wir jetzt weiter im Spiel. Schauen wir mal. Und ich muss nicht mehr die ganze Zeit rollen. Juhu! Und kann dabei noch Gegner ummöbeln. Ist das nicht wunderbar? Au. Haha, nimm das, elendiger. Au. Hey. Nee, bringt gar nichts. Ha! Geheime Welt von Tabanta. Jetzt können wir uns endlich hier auf den Weg machen. Sehr schön, so habe ich mir das gedacht. Dann schauen wir doch einfach mal. Oh, nee. Jawohl, wir können uns also weiter bewegen. Ah, Schlange! Aha. Ich hoffe, das ist eine Brücke. Ja, huhu. Aber da komme ich nicht rüber. Da auch noch nicht, aber da... Ups, ups. Hier. Nee, Moment. Da kann ich ja den hier machen. Ha! So. Nix da. Ah, vergiss es. Bomben! Ich mag Bomben, aber ich mag keine Schlangen, denn die sind voll lang und so und glitschig. So, hier. Ah, nein. Ups, wow. Hier. Ups, au! Mann! Au. Oh, eine Schatzkiste. Oh Gott. Oh, ein Wächter, der den Schatz beschützt. Sei vorsichtig. Ah, lass mich. Was willst du von mir? Hier, nimm das. Oh. Moment, Schild.
Ha! Blocken, schlagen! Hier, blocken, parieren, ausweichen! Bumm! Tod, verderben! Ah! So. Na bitte, geh doch. Meine Güte. Glücksfragment erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Oh, da ziehen wir wieder unsere Pegasus-Stiefel an. Ups, ups. Und da geht's weiter nach oben. Ich geh mal hier lang. Oh, eine Schlange im Gras. Das hast du dir so gedacht. Elendiges Viech. Oh, die Dinger kenne ich doch auch noch. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Bogen ran. Eine höchst merkwürdige Steinstatue. Dieses Auge ist irgendwie unheimlich. Da muss ich dann mit dem Pfeil wahrscheinlich reinschießen. Wie in allen anderen Zelda-Spielen auch. Lalalala. Moment, nee, da komme ich ja. Nee, Moment, da komme ich dann nicht wieder her. Ups. Die Dornen tun weh, scheinbar. Das ist nicht so gut. Da ist schon wieder so eine Statue. Dann gehen wir doch einfach mal hier oben wieder lang und klettern da den Ranken runter. Ups, ups, ups. Kommt da irgendwo hin? Nee, aber mich würde mal interessieren, ob ich die jetzt so aufkriege. Auch nicht. Was sind das für komische Durchgänge? So, hier, da kommt man nicht vorbei, aber da komme ich rein. In Deku! Ha, hast du so gedacht. Ich würde dir ja Pfeile verkaufen, aber du hast keinen Bogen. Nächstes Mal vielleicht. Fragmente rein? Ja, probieren wir es aus. Machen wir doch gleich. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ach Gott, das ist ja am Arsch der Welt. Im Tyloria-Wald. Oh, nee. Nee, scheinbar nicht. Oh. So, da muss ich jetzt genau aufpassen, wo ich lang renne. Ansonsten. Ahahaha, ich hab's gerade noch gesagt. So. Da kann ich mich klein machen. Das machen wir aber jetzt. Doch, das machen wir. Ups. Kleiner. Funktionieren die immer noch? Nee. Nein, zurück. Dankeschön. Ups, ups. Ach, nee. Ups, ups, ups. Da kommt bestimmt irgendwas. Ich hab's gewusst, aber nichts Schlimmes, so wie es scheint. Nur nervig. Ah, nein. Hip, 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 hip. Nach links, dann nach unten. Und schon sind wir da. Dann werde ich hier jetzt für diesen Part einen kleinen Break machen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit allen gefallen. Falls ja, bitte bewerten, bitte kommentieren, bitte abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.